Willkommen bei Biotechnologie TV, dem Nachrichtenmagazin von biotechnologie.de. Heute beschäftigen wir uns mit den Unterschieden im menschlichen Genom. Wir haben einen Rap für Biologen und wir schauen uns den Begriff Stammzellen mal etwas genauer an. Diese kleinen Plastikgefäße benutzen Forscher auf der ganzen Welt in nahezu jedem Labor. Viele wissenschaftliche Erkenntnisse basieren auf Versuchen, die in diesen Gefäßen gemacht wurden. Nun hat allerdings eine Studie festgestellt, dass gerade diese Gefäße Ergebnisse verfälschen können. Der kanadische Pharmakologe Andrew Holt war verzweifelt. Nie kam bei einem Experiment das heraus, was er erwartet hatte. Nach 2 Jahren schließlich fand er den Fehler. Die Reaktionsgefäße selbst hatten offenbar die Reaktion behindert, denn sie sondern störende Substanzen ab. Seinen Forscherkollegen empfiehlt der Kanadier, alle Gefäße vor dem Experiment noch einmal gründlich durchspülen. Wie bekommt man gelangweilte Studenten dazu, sich für DNA und Eiweiße zu interessieren? Einen einfallsreichen Ansatz zeigt unsere Rubrik Auslese, den Bio-Rap, gefunden im Videoportal YouTube. The DNA makes protein, also die DNA macht das Eiweiß. Diese Botschaft wollte Susan Fischer von der Ohio State University ihren Studenten beibringen. Weil sie mit normalem Unterricht nicht weiterkam, produzierte sie einen Rap. Mit Erfolg. Das Video wurde bereits weit über 10.000 Mal angeklickt. Vor 5 Jahren haben Wissenschaftler in mühseliger Kleinarbeit das Genom von einem Menschen entschlüsselt. Nun wollen Forscher das Genom von 1.000 Menschen unter die Lupe nehmen. Aus Deutschland ist das Berliner Max-Planck-Institut für molekulare Genetik mit dabei. Hans Lehrach nimmt an einem weltweiten Großforschungsprojekt teil. Er will die genetischen Unterschiede zwischen den Menschen entschlüsseln. Die Forscher am MPI haben viel Erfahrung mit der Sequenzierung von Genen, denn viele waren schon am Humangenomprojekt beteiligt. Die Proben werden von Robotern bearbeitet, denn die sind sehr viel schneller und exakter als ein Mensch. Der Zeitplan des 1000-Genom-Projekts ist ehrgeizig. In nur 3 Jahren soll es abgeschlossen sein. In unserer Rubrik Kreidezeit erklären wir Begriffe aus der Biotechnologie. Heute bei Kreidezeit Stammzellen. Stammzellen sind die Alleskönner unter den Zellen. Die können sich sehr häufig teilen. Und die können sich in nahezu alle verschiedenen Arten von Zellen entwickeln. Zum Beispiel in eine Herzzelle oder in eine Blutzelle oder in eine Nervenzelle zum Beispiel. Es gibt embryonale Stammzellen, die können sich wirklich in nahezu alle Zellen verwandeln. Adulte Stammzellen können sich nur noch in bestimmte Art von Zellen verwandeln. Zum Beispiel bei einer Blutstammzelle. Die kann sich in alle Arten von Blutzellen entwickeln. Normale Zellen hingegen, die können sich nur noch, wenn sie sich teilen, wieder in die gleiche Art von Zellen teilen. Zum Beispiel wird aus einer Hautzelle immer wieder eine Hautzelle. Kürzlich haben es Wissenschaftler geschafft, aus so einer normalen Hautzelle wieder eine embryonale Stammzelle zu machen. Die Forscher hoffen sich dadurch zum Beispiel, wenn jemand Parkinson hat, dem fehlen bestimmte Arten von Nervenzellen, dem Patienten eine normale Zelle zu entnehmen, die zurückzuverwandeln in eine embryonale Stammzelle und daraus neue Nervenzellen zu gewinnen, die man dem Patienten zurückgibt und der dadurch von Parkinson geheilt wird. Das war die erste Ausgabe von Biotechnologie TV. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich werde dann mal gehen. Forscherkollegen empfiehlt der Kanadier, alle Gefäße vor dem Experiment noch einmal gründlich durchspülen. Wie bekommt man gelangweilte Studenten dazu, sich für DNA und Eiweiße zu interessieren? Einen einfallsreichen Ansatz zeigt unsere Rubrik Auslese, den Bio-Rap, gefunden im Videoportal YouTube. The DNA makes protein, also die DNA macht das Eiweiß. Diese Botschaft wollte Susan Fischer von der Ohio State University ihren Studenten beibringen. Weil sie mit normalem Unterricht nicht weiterkam, produzierte sie einen Rap. Mit Erfolg. Das Video wurde bereits weit über 10.000 Mal angeklickt. Vor 5 Jahren haben Wissenschaftler in mühseliger Kleinarbeit das Genom von einem Menschen entschlüsselt. Nun wollen Forscher das Genom von 1.000 Menschen unter die Lupe nehmen. Aus Deutschland ist das Berliner Max-Planck-Institut für molekulare Genetik mit dabei. Hans Lehrach nimmt an einem weltweiten Großforschungsprojekt teil. Er will die genetischen Unterschiede zwischen den Menschen entschlüsseln. Die Forscher am MPI haben viel Erfahrung mit der Sequenzierung von Genen, denn viele waren schon am Humangenomprojekt beteiligt. Die Proben werden von Robotern bearbeitet, denn die sind sehr viel schneller und exakter als ein Mensch.
Der Zeitplan des 1000-Genom-Projekts ist ehrgeizig. In nur 3 Jahren soll es abgeschlossen sein. In unserer Rubrik Kreidezeit erklären wir Begriffe aus der Biotechnologie. Heute bei Kreidezeit Stammzellen. Stammzellen sind die Alleskönner unter den Zellen. Die können sich sehr häufig teilen. Und die können sich in nahezu alle verschiedenen Arten von Zellen entwickeln. Zum Beispiel in eine Herzzelle oder in eine Blutzelle oder in eine Nervenzelle zum Beispiel. Es gibt embryonale Stammzellen, die können sich wirklich in nahezu alle Zellen verwandeln. Adulte Stammzellen können sich nur noch in bestimmte Art von Zellen verwandeln. Zum Beispiel bei einer Blutstammzelle. Die kann sich in alle Arten von Blutzellen entwickeln. Normale Zellen hingegen, die können sich nur noch, wenn sie sich teilen, wieder in die gleiche Art von Zellen teilen. Zum Beispiel wird aus einer Hautzelle immer wieder eine Hautzelle. Kürzlich haben es Wissenschaftler geschafft, aus so einer normalen Hautzelle wieder eine embryonale Stammzelle zu machen. Die Forscher hoffen sich dadurch zum Beispiel, wenn jemand Parkinson hat, dem fehlen bestimmte Arten von Nervenzellen, dem Patienten eine normale Zelle zu entnehmen, die zurückzuverwandeln in eine embryonale Stammzelle und daraus neue Nervenzellen zu gewinnen, die man dem Patienten zurückgibt und der dadurch von Parkinson geheilt wird. Das war die erste Ausgabe von Biotechnologie TV. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich werde dann mal gehen. The DNA makes protein. The DNA makes protein.